Erwin, die Vorbereitungsspiele, egal wie die Ergebnisse waren, die waren übrigens auch gut, sind so verlaufen, dass man den Eindruck hat, dass die Neuzugänge des Winters in die Mannschaft schon sehr gut integriert sein dürften. Also grundsätzlich ja, wir sind breiter aufgestellt, mehr Möglichkeiten, vor allem in der Offensive zu reagieren, wenn es nicht so läuft, wie man es vorstellt. Aber grundsätzlich bin ich mit allen zufrieden, auch die schon da sind und auch die teilweise nicht gespielt haben, voriges Jahr haben sie gesteigert. Also ich bin guten Mutes, wir sind sehr gut drauf. Aber wie gesagt, die Vorbereitung, die Ergebnisse interessieren kann. Wichtig ist die Meisterschaft und Elektra, wie gegen uns gewinnen. Ich denke, dass wir gewappnet sind, wir haben es auch schon gesehen. Sie haben uns gesehen, jeder weiß alles. Also werden wir schauen, was nächste Woche rauskommt. Stichwort breiter aufgestellt. Heute beim letzten Testspiel haben mit Simon Hobiger und Okan Celik zwei defensive Stammspieler gefehlt und auch der Alek Duric war also krank, was ich gehört habe. Ja, das stimmt, aber das tut uns jetzt in dem Fall nicht so weh, weil wir wirklich breiter aufgestellt sind und weil das fast gar nicht auffällt, wenn der eine oder zwei fehlen. Der Simon als Kapitän natürlich eine fixe Größe bei uns, der Okan auch eine fixe Größe, aber wenn er nicht da ist, müssen wir trotzdem Meisterschaft spielen. Und heute war es auch vorher und haben wir halt ohne die beiden gespielt und das war jetzt nichts Überragendes heute, aber sehr solide und ganz klar gewonnen eigentlich. Wie kann man jetzt die Spielanlage des FC Stadlau erwarten? Ähnlich wie im Herbst oder ändert sich da vielleicht in einigen Bereichen etwas? Ja, es wird schon ähnlich wie im Herbst sein. Wir werden eigentlich Vollgas nach vorne spielen, wobei wir in den ersten Spielen schon aufpassen werden, was die Gegner vorhaben mit uns natürlich. Wenn sie wieder viele reinstellen, dann müssen wir natürlich unsere Spielweise ändern, aber ich bin guten Mutes auch, dass die anderen Gegner auch gewinnen wollen und das auch noch vorspielen. Dann werden wir weiterhin dabei bleiben, zu 90 oder was nicht, 95% nach vorne zu spielen. Stehen die Gegner jetzt hinten drinnen, dann werden wir was einfallen lassen. Beziehungsweise ich habe mir schon was einfallen lassen, aber ich würde es trotzdem nicht grundsätzlich nicht bringen. Und wir werden es auch nicht jetzt schon verraten, natürlich, ja. Weil sonst stellen sich die Gegner auch auf das ein. Das Weitere, ohne jetzt etwas vorwegnehmen zu wollen, wenn der Meistertitel gelänge, wäre der Kader schon reif für die Ostliga aus deiner Sicht? Ja, das möchte ich jetzt noch nicht behaupten. Weil ich habe zwar viele Spiele in der Ostliga gesehen, aber dass ich jetzt sage, der Kader ist gut genug für die Ostliga, das wäre vermessen. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir trotzdem Verstärkungen brauchen. Wir müssen ein paar Dinge austauschen, ergänzen oder auffüllen. Es ist schon was zu tun und wir sind noch lange nicht Meister. Ich bin immer der eigentlich selbstkritisch ist. Wir müssen einmal unsere Spiele gewinnen. Wir haben den Nachteil, dass wir jetzt seit der ersten Runde Erster sind. Jeder will gegen uns realisieren. Jeder will gewinnen gegen uns mit tauglichen und untauglichen Mitteln. Also es wird verdammt schwer für uns. Vor allem ist es wichtig, damit in die Gänge zu kommen. Wir haben in der Vorbereitung jetzt auch gegen Ostliga-Vereine sehr gut ausgeschaut, ganz ehrlich. Aber die spielen halt auch alle noch vor. Und das liegt uns sehr, wenn wir Bälle gewinnen, wenn wir umschalten können. Und wenn es im ganzen Spiel kein Umschalten gibt, dann nimmt man uns unsere Stärke, das wissen auch alle anderen. Und stellen Sie auch darauf ein. Wir werden einmal schauen, was jetzt der Elektra macht, was Simmering macht und werden dann auch darauf reagieren. Aber wir machen uns natürlich jetzt selber nicht den Druck, dass wir unbedingt gewinnen müssen. Wir sind eine von 15, 16 Mannschaften, wo es 5, 6 gibt, die unsere Kategorie sind, wo alle anderen auch Stress haben. Die anderen werden es jetzt leicht machen und werden sagen, ja, Stadlau wird Master, wir spielen halt einfach so mit. Ich sage, wir schauen uns jetzt einmal an. Wir wollen gut einstarten. Natürlich wollen wir vorne bleiben, aber jeder Gegner ist ernst zu nehmen. Wir können, heute habe ich es wieder gesagt bei der Besprechung, wir haben gegen Admira Amatera 15 Minuten keinen Ball berührt. Ich habe mir die Burschen zusammengeholt, habe gesagt, selbst gegen den Gegner können wir klar gewinnen. Wir haben 13-0 gewonnen und haben hervorragend gespielt. Aber wir können auch gegen Elektra verlieren oder gegen Gersthof oder gegen welchen auch immer, weil die auch alle gut trainieren und auch gewinnen wollen. Vielleicht ganz kurze Worte zu den Neuzugängen. Ich beginne mal von hinten, sprich Abu Öztürk. Zurückgekehrt als Tormann. Ja, gibt es nicht viel zu verlieren. Der Abo ist körperlich top, hat seine Defizite noch im spielerischen Bereich, also im fußballerischen Bereich. Aber ich bin trotzdem froh, dass er da ist. Jetzt kann ich mich entscheiden zwischen Shane und Abo, wer der zweite Tormann ist, wer halt momentan die bessere Form hat. Ich wollte nicht, dass nur einer da ist und der automatisch der zweite Tormann ist. Also sie sollen sich ein bisschen drum kämpfen und sollen sich auch freuen, wenn sie auf der Bank sitzen. Dann gehen wir weiter, vielleicht nach den Positionen, eigentlich sind ja nur Offensive dazugekommen. Auf den Seitenbahnen sind zwei neue, der Emanuel Reidl und der Dimitri Grisais. Ja, das ist der Manuel ein Stück schon weiter wie der Dimi. Der Dimi war Vorbereitung sehr gut, hat dann irgendwann vor zwei, drei Wochen ein bisschen einen Ost bekommen, vor allem in der Defensive. Jetzt haben wir uns letzte Woche entschieden, dass wir so spielen, wie wir heute gespielt haben.
oder wie wir angefangen haben, wobei jetzt eh zwei, drei gefällt haben, Reidel ganz stark nach vorne, feil schnell, torgefährlich. Kapiert auch, was wir jetzt vorhaben, hat zwei, drei, vier Wochen gebraucht, bis er weiß, wie wir attackieren, nicht wie man attackiert. Der Timi hat noch ein bisschen ein Problem mit der Rückwärtsbewegung, aber das wird er auch beheben und er wird uns auch helfen. Dann haben wir einen, ja, sagen wir mal, klassischen Stoßstürmer bekommen mit dem André Hofer. André Hofer brauche ich nicht beschreiben, hat seine Vorzüge und Nachteile, ist immens physisch, ist ein Top-Spieler, physisch, braucht aber natürlich die Unterstützung von der Mannschaft. Wir wollen abstellen, dass er theatralisch fehlt oder sich immer aufregt, aber mir gefällt, dass er im Strafraum oder in der Nähe des Tors einen Mann stellt. Er hat fast jeden Sitzer rein, wie im vorige Woche ging, also diese Woche ging Admira Matera, hat ein herrliches Tor gemacht, wo er sich durchgesetzt hat. Also dazu brauche ich ihn, die Mannschaft akzeptiert ihn so, wie er ist, sie helfen ihm, er hilft ihnen, ja. Dann haben wir noch einen ganz interessanten Neuzugang, den Marcel Nahn. Marcel Nahn ist ein Rumäne, der zuletzt in Spanien gespielt hat, irgendwo, keine Ahnung wo. Ist gekommen in einen schlechten körperlichen Zustand, hat aber Potenzial, hat im Training schon aufgezeigt, dass er uns durchaus helfen kann, nur jetzt noch nicht. Also das wird noch ein paar Wochen dauern, bis der körperlich so weit ist, dass wir ihn wirklich bringen können, aber ich schaue mal, Juwel für die Zukunft vielleicht. Und einen Neuzugang gibt es auch noch, nämlich den Karl Hebner. Karl Hebner ist einer meiner besten Freunde. Ja, es hat sich so ergeben, weil es das eine oder andere Problem gegeben hat, dass ich ihn wieder zurückholen konnte. Aber Riesenfreude damit, die Mannschaft hat auch eine Riesenfreude. Also bessere Qualität gibt es nicht. Wenn ich das mit einem Fußballer vergleiche, ist das ein Bundesliga, weil das ein Bundesligaspieler und der hilft uns natürlich sehr. Weil alles im Keim erstickt, alle Verletzungen, die passieren, analysiert das sofort und gibt es eine Diagnose und wir wissen genau, wie lange der braucht, bis er wieder kommt. Also ich vertraue ihm voll, alles was er sagt, zählt für mich auch, wenn er sagt, ein Spieler darf nicht trainieren, dann werde ich das nicht hinterfragen, weil ich ihn schon, glaube ich, 25 Jahre kenne und vollstes Vertrauen habe. Damit sollte man vielleicht auch sagen, welche Position der Karl begleitet. Ja, als Masseur. War begnadeter Stürmer früher, sagt er. Gut, Erwin, dann schauen wir uns das nächste Woche an. Same time, same station. Ja. Für die Leute, die es nicht genau wissen, Samstag, 28.02., 14 Uhr Anpfiff in Stadlau. Meisterschaftsauftakt FC Stadlau gegen ASK Elektra. Danke, Erwin. Danke.